Hallo ihr Lieben, ich beginne einen neuen Mischmasch heute. Ich schaue aus wie Speckschwarte, deswegen versuche ich jetzt das noch ein bisschen zu retten. Hier ist es schon abends, ich war gerade einkaufen. Wenn man gefragt hat, ob ich mal schnell einkaufen gehen kann, weil er gerne Rostbratwürstle essen wird. Und dann sollte ich noch so ein paar Sachen besorgen und am Ende ist es dann wieder viel geworden, aber eigentlich ist es gar nicht so viel. Also es ist hier der ganze Korb voll, aber es sind halt große Sachen. Aber im Endeffekt habe ich 32,83 € ausgegeben. Ich dachte mir an der Kasse, what? Gefühlsmäßig, ich war beim Kaufland, wenn ich bei Aldi bin oder so, ist es immer günstiger. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht, weil ich dann automatisch nicht so viele Angebote mitnehme, weil es da gar nichts im Angebot gibt. Keine Ahnung. Ich zeige euch mal meinen Einkauf. Also es ist echt faszinierend. Jedes Mal denke ich mir wieder, warum bin ich zum Kaufland? Ich habe über 30 Euro jetzt los, obwohl ich eigentlich nur ein Körbchen habe. Naja, ich zeige euch mal, was ich mit, also obwohl es ja auch nur fürs Abendessen war, irgendwie gedacht. Naja. Semmele pro Semmel 19 Cent. Was waren da so teuer? Zwei Krapfen, jeweils 25 Cent, war im Angebot. Und ich liebe Krapfen. Wer kann sich noch erinnern an meine Krapfensucht? Ich glaube, da war ich schwanger. Ohne Scheiß, ich habe pro Tag mindestens zwei Krapfen gegessen. War ich da schwanger? Oder war ich da nicht schwanger? Es kann beides möglich sein, ich weiß es nicht mehr. Dann habe ich mir gedacht, oh, ich bin blöd. Dann habe ich mir gedacht, weil Weißwürstchen für 2,49 € im Angebot sind, nimm mal Weißwürstchen mit, die ich aber jetzt nicht mitgenommen habe und trotzdem über 30 Euro bezahlt habe. Aber dafür habe ich die Brezen mitgenommen. Ach Mann, ich wollte morgen Weißwurstfrühstück machen. Naja, jetzt habe ich Brezen. Kann ich Nutella-Brezenfrühstück machen? 1,99 € für Aufbackbrezen. Der Tegernsee-Kartoffelsalat ist im Angebot für 2,22 €. Allerliebster Kartoffelsalat, schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Habe ich mitgenommen, kostet sonst normal 2,99 €. Dann hatten wir keine Mayonnaise mehr. 1,79 €. Gut, die hat auch früher mal nur 89 Cent gekostet. Pommes, die waren im Angebot für 99 Cent. Das kann ich ja auch gleich mal mitnehmen. Auch diese Fertignudeln waren im Angebot. Einmal, ach, die habe ich früher gesuchtet. Früher haben die übrigens 89 Cent gekostet. Heute waren sie für 1,29 € im Angebot und regulär kosten sie 1,59 €. Kennt ihr bestimmt alle diese Fertigpackdinger da. Miracoli Whip Nachmache, oder? Könnte man auch dazu nennen. 1,29 € auf jeden Fall im Angebot. Ja. Wenn es mittags mal schnell gehen muss, so wenn die Kinder von der Schule kommen, ist das, glaube ich, echt cool, wenn man das mal da hat. Deswegen dachte ich mir, ja, wenn es im Angebot ist, nimmst du es heute gleich mal mit. Der Wacholderbauch, es stand am Schild 4,44 €, aber ich glaube, dieses Etikett war noch von letzter Woche, wurde nicht austauscht. Denn gezahlt habe ich 5,49 € für so ein kleines Bauchspeckle. Ne? Kein Wunder, dass das so teuer geworden ist, der Einkauf. Und dann bin ich vorbeigelaufen und dachte mir, oh, ist gerade im Angebot 1,69 €, nehme ich direkt mal mit, weil der ist ewig haltbar. Ich liebe das ja auf der Couch, dann so zum Käse zu schabulieren. 7.5. Also habe ich noch lange davon. Also ist noch lange haltbar, muss ich nicht gleich essen. Rostbratwürstle, das ist das, was sich mein Mann gewünscht hat, für 3,79 €. Ah, okay. Und dann habe ich noch so zweimal, weil ich habe... Schau mal, was ich gekauft habe. Also bestellt habe. Nein, das fällt nicht runter. Eine Fritteuse. Ja, ich habe eine Heißluftfritteuse erst gehabt. Fand die auch irgendwie am Anfang voll gut, aber irgendwie haben die Pommes, keine Ahnung, gefühlt 40 Minuten gedauert, 35, 40 Minuten. Also irgendwie genauso wie im Ofen. Und dann waren die schon knusprig, aber halt so wie im Ofen, wenn du die so lange im Ofen hast. Ja, so ein Scheiß. War halt doch nicht so, wie wenn man es im Fett macht, ne? Und deswegen habe ich jetzt wieder eine Fritteuse. Wir haben eine Fritteuse früher gehabt, dann haben wir die weggetan, weil das halt immer so klebrig, dreckig und eklig ist. Irgendwann nach einer Zeit haben wir die weg. Und die hat einfach nur noch, die konntest du auch nochmal richtig putzen. Dann haben wir immer im Topf Pommes gemacht. Das ist aber auch bescheuert. Da sprutzt und spritzt alles und keine Ahnung. Jetzt habe ich wieder eine Fritteuse gekauft. Die war gerade, habe ich gesehen, für 30 Euro. Dachte mir, 30 Euro, Lisa, das kann ich ja wohl jetzt investieren in die Fritteuse. Dann kann man das Fett auch drin lassen und wenn man sie dann braucht, einfach braten. Genau. Und das Fett hat übrigens 2,59 € gekostet. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel da reinpasst. Ich habe jetzt zwei mitgenommen. Für 3,5 Liter. Ja, schon wieder. Geht sie besser, Amelie? Ja, das ist voll schwierig, mal kurz übergeben. Übergeben? Mhm. Oh, kann die Pommes wieder raus? Ja, aber dann hat sie lange nicht überhegt. Ach so. Aber ist doch gut, jetzt spielt sie, überredet sie. Okay. Ja, vielleicht irgendwas noch gestört. Ich habe zu wenig gekauft, ich hätte noch einen mitkaufen müssen. Weil da steht 3,5 Liter und das ist ja jeweils nur ein Kilo. Oh Gott, das will nicht. Jedes Mal nur Spaß. Ich habe gedacht, eins reicht sogar. Noch nie hat eins gereicht. Aber vielleicht reicht es ja auch. Das sind jetzt zwei Liter. Ja, 3,5 Liter ist maximal, ja. Ja, dann ist vielleicht Minimum. Das ist so ein Spaß.
Hallo, 2,59. Ja. Ja, Leute, das ist kein Zuckerschlecken hier, ne? Ihr Lieben, das war mein Kaufland-Einkauf auf jeden Fall. 32,83. Ich sollte drei kaufen. Das hat jetzt über 30 Euro gekostet. Dieser Popel-Einkauf. Aber ein blödes Tablet kauft für 160 Euro, das können wir nicht brauchen. Doch, die Kinder brauchen das. Kein Stift, die Bella benutzen nicht. Die Kinder haben das gebraucht. Nein. Ihr Lieben, ich melde mich wieder, wenn ich es eingekauft habe. Hallo ihr Lieben! So, ich mach mal weiter. Nächster Tag, ne? Wir waren schon wieder einkaufen heute beim Aldi und hab ich nicht gestern ist es auch dieser Haul. Gestern erst gesagt, Kaufland ist immer so teuer, also im Aldi habe ich 25,50 ausgenommen. Ivo ist nett. Es liegt nicht am Kaufland, es liegt daran, dass alles so teuer geworden ist. Was habe ich gekauft? Einmal hier Feldsalat für 1,19 Euro. So schönes Wetter, so schönes Wochenende. Wir werden definitiv grillen. Achso, wir waren auch noch. Eigentlich der Grund, warum wir unterwegs waren, weil die Bella für die Schule dieses Buch holen musste in der Bücherei. In der Buchhandlung, genau, das haben die jetzt so in der Schule. Mission Roboter. Genau, das haben wir geholt. Und dann waren wir daneben dem Laden, neben diesem Bücherladen, gibt es ein Gebrauchtwarengeschäft. Dann hat die Bella sich so ein Notizbuch-Block ausgesucht. Voll süß eigentlich. Weihnachtsedition, oder? Naja, 70 Cent hat sie gezahlt und dann für solche Gebrauchtwarenläden dieses Spiel für 2,50 Euro. Da kommt noch einer, nicht rempeln. Ich bin gespannt, das kennt man doch von Toys R Us. Das habe ich früher so gern angeschaut. Ich dachte mir, kommt für 2,50 Euro. Das ist bestimmt ein lustiges Spiel. Keine Ahnung, wie das geht. Haben wir mitgenommen. Jetzt kommt wieder Aldi. Ein Baguette, 89 Cent. Da kommt irgendein Kind. Wer kam? Ein Kind kam. Das ist der Kassenzettel. Ich habe mir den gar nicht vorher angeschaut. Ich weiß gar nicht, was gekostet hat. Ich kann mal gucken. Hier. Aha. Okay. Dieser Spick da, was bringt nichts. Ich hätte mir den Kassenzettel mir vorher anschauen müssen. Was kostet das eigentlich? Kräuterbaguette. Aha. Okay. Kräuterbaguette 99 Cent. Ne? Passend zum Grillen. Die waren da so vor der Kante, vorne an der Kasse. Und ich dachte, oh ja. Kokostörtchen. Habe ich irgendwie Bock gehabt. Ja, 1,79 Euro, nicht gerade günstig. Aber rein theoretisch. Ah ne, Hühnereiweiß. Ich dachte mir gerade schon, rein theoretisch kann ich sogar die Amel essen, aber nicht stimmt. Mehr für mich. Tomaten 99 Cent. Dann haben wir Eis mitgenommen. Absolutes Lieblingseis von der Amelie. Wow. Wie heißen meine Kinder? Die 1,49. Die 1,49. Und die Bella wollte unbedingt dieses Eis. Ich finde es furchtbar, dieses Eis. Aber sie wollte es unbedingt, so ein Cola-Eis zum Hochschieben. 1,99. Grillfackeln für 3,99. Aber ich glaube, ich war immer bei Grillfackeln beim Aldi. Die waren nicht gut, ne? Die waren scharf, glaube ich, immer, gell? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Ich glaube, so vom letzten Jahr. Naja, wir waren aber jetzt beim Aldi, weil wir gestern beim Kaufen haben wir jetzt keine Lust, am Samstag hinzugehen, weil da wird die Hölle los sein. Das war wirklich so, beim Aldi war eher weniger los. Haben wir noch so rote Wurst mitgenommen für 2,59 auf dem Grill. Nürnberger natürlich für 3,69. Bella wollte an der Kasse unbedingt die hier, weil ich gesagt habe, weil sie mich dann gefragt hat, wo hast denn die jetzt her? Ich so, die lagen da so vorne. Ich habe mir mitgeschnappt. Dann hat die Bella hier, ich weiß nicht, 45 Gramm. Für 1,09 Euro hier mitgenommen, aber ja, die schmecken so lecker. Er konnte ja ehrlich sagen, hey Schatz, die sind zu teuer, also muss ich die mitnehmen. Und einmal, ich habe das Richtige mitgenommen, Steak. Hier, 4,99 Euro. Nackensteak mit Paprika. Genau, und das war's. Und ausgegeben habe ich 25,50. Gefühlt noch weniger wie gestern im Kaufland. Also, was sage ich da? Ist nicht Kaufland dran schuld, sondern das ist die Inflation. Das ist einfach schweineteuer, egal wo du einkaufst. Du hast 25 Euro, mit der ich früher fast einen Wocheneinkauf gemacht. Hallo ihr Lieben. Ich sollte 4 Sachen kaufen. 4 Sachen. Eier, Brot, Putenschnitzel und Pommes. Und sogar Sachen, wo wir nicht tragen konnten. Ich zeige mich mal. Wir waren im Kaufland einkaufen. Einmal kam ein Sandwich-Toast mit für 1,39. Minus 28 Cent Kaufland-Rabatt. Voll gut. Immer wenn ich, wusste ich gar nicht. Aber das hat jetzt die Kaufland-Karte abgezogen. Wahrscheinlich irgendein Coupon. Ich aktiviere grundsätzlich einfach mal alle Coupons, bevor ich einkaufen gehe. Und dann scanne ich drüber und dann sieht man schon, was abgezogen wird und was nicht.
Die Luana, oh, das ist schon ein bisschen kaputt gegangen. Die Luana hat sich das hier ausgesucht. Das war, ach, du hast den Zettel weggerissen. Den Kassenzettel. Ja. Ach, der hat es dir nicht gefallen. War auf jeden Fall auf 2,50 Euro runter reduziert. Ist halt noch von Ostern wahrscheinlich übrig geblieben, nach dem Osterhasen. Da gab es ganz viele Minispiele oder sowas. Halt. Da macht sie solche Pompoms, kann sie damit machen. Darauf wartet sie auch die ganze Zeit. 2,50 Euro hat sie sich ausgesucht. Und bei der Wursttheke, schaut mal, haben wir das Geschenk gekriegt. Voll lieb. Also nicht ich, sondern die Luana hat das Geschenk gekriegt. Wir hatten die schon mal, ist uns aber dann leider kaputt gegangen. Und die ist mega. Wir haben immer gesunde Pause in der Schule und dafür ist die mega. Aber die ist hier an den Seiten kaputt gegangen. Ich glaube, wir hatten die über Jahre schon. Ja, habe ich voll gefreut, dass wir die geschenkt gekriegt haben. Kann man normalerweise anmalen. Voll lieb. Voll lieb. Wahrscheinlich irgendwie übrig geblieben oder keine Ahnung. Hatten wir Glück, waren wir zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Keine Ahnung. Und wir haben noch so lange überlegt, wo wir hingehen sollen zum Einkaufen. Ob Netto oder Aldi. Überall anders hätte ich wahrscheinlich weniger ausgeben, weil ich dann nicht die Angebote mitgenommen hätte. Und hätte vielleicht wirklich diese vier Sachen nur mitgenommen. Aber ja, jetzt sind wir halt 28,40 Euro ärmer oder reicher an Lebensmitteln. Und vor allem an einer Brotzeitbox, die jetzt bestimmt nicht beim Aldi Geschenke kriegt. Ne? Muss man auch mal so sehen. Pombeeren habe ich mitgenommen. Die 99 Cent sind noch aktuell im Angebot, das mir ja auch im Vorrat kann man ja mitnehmen. Vier Rosenbrötchen, zwei Vollkornrosenbrötchen und zwei Weizen, jeweils 17 Cent. Das war der Hauptgrund, ne? Brot haben wir gebraucht, da habe ich so ein Bauernbrot mitgenommen, das schmeckt voll lecker für 1,49. Das mag ich, das ist am allerliebsten, was ich mag. Morgen gibt es Schnitzel, deswegen haben wir Eier gebraucht für 1,99. Weil wir haben Eier, aber die sind schon abgelaufen, das soll ich vielleicht mal aus dem Kühlschrank entfernen. Ja, seit die Amelie mit dieser Eierallergie machen wir eigentlich super selten was mit Eiern. Man könnte jetzt Schnitzel auch ohne Ei, aber wir haben das mal ohne Ei gemacht und mit Ei schmeckt schon besser. Wir panieren dann meistens immer nur eins einfach nicht für die Amelie und dann ist gut. So Mini-Tomaten für 59 Cent. Dann haben wir an der Aufschnitttheke ordentlich Aufschnitt mitgenommen, weil da haben wir auch nichts mehr. Wir haben einmal Leona mitgenommen, die ist sogar gerade im Angebot für 9,90 Euro das Kilo. 150 Gramm haben wir mitgenommen, Bierschinken haben wir mitgenommen, auch, also Aufschnitt allgemein, alles für 99 Cent pro 100 Gramm. Gelbwurst, eigentlich haben wir ohne Petersilie genommen, aber da steht jetzt mit Petersilie, aber ich glaube, sie hat ohne eingepackt, mitgenommen, 16,90 das Kilo. Und Sportler-Salami haben wir auch noch mitgenommen, 11,90 das Kilo, 50 Gramm haben wir davon noch mitgenommen. Eine Gurke kam noch mit. Dann habe ich mir gedacht, wenn die Mädels mal mittags aus haben, dann ist das so ein schnelles Gericht. Dann manchmal vergesse ich, dass die Mädels ja gleich heimkommen von der Schule und die eventuell Hunger haben. Und dann sind solche fertigen Pelimeni Gold wert. Die waren gerade noch im Angebot für 1,99. Deswegen dachte ich mir, kannst du die auch gleich mal mitnehmen. Dann haben wir es da. Eine Packung Pommes habe ich mitgenommen für 1,89 Euro. Pelimeni 1,99 hätte ich gesagt, oder? Dann hier einmal Puten-Mini-Steaks habe ich mitgenommen. Die kann man schön klopfen. 3,29 die Packung. Eine wird immer sehr, sehr knapp mittlerweile bei uns. Deswegen habe ich zwei Packungen. 800 Gramm sind fast schon wieder zu viel. Ich glaube, so 700 Gramm wären perfekt oder so 600 Gramm. Gibt es aber nicht. Deswegen zwei Packungen, jeweils 3,29. Und dann habe ich noch gesehen, oh, wie cool, Bauchspeck ist im Angebot. Und ich liebe Bauchspeck. Das liebe ich wirklich voll gerne. Dann habe ich gelesen, ist noch bis zum 29.04. haltbar, also Ewigkeiten. Und für 3,99 im Angebot dachte ich mir, nimmst du auch gleich mit. Ja, weil man dann halt so gedacht hat, nimmst du auch gleich mit. Das heißt, halt dann am Ende hier 28,40 Euro. Obwohl man nur vier Sachen wollte. Hätte ich nur diese vier Sachen gekauft, dann wäre das hier einmal 1,49. Gut, das Brot hätte ich auch noch mitgenommen, Sandwich Toast. Also es zählt ja zu Brot. 1,49 und nochmal 1,50. Dann wären wir bei 3 Euro, bei 5 Euro. 5 Euro, was war noch der Plan? 7 Euro. 7 Euro, ja gut, schaut mal an. 7 Euro, 10 Euro, 13 Euro. Also wären wir auch bei 13 Euro. So, ihr Lieben, vielen Dank. Also was, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn ich eingekauft habe. Vielen Dank, ja, vielen Dank. Als ob ich nicht erst gestern einkaufen war. Hallo, ihr Lieben. War ich jetzt gerade wieder im Edeka, weil ich kein Paniermehl hatte. Und dann sind wir mit diesem Auto gefahren, ne? Und die Amelie hatte so Bock, mit diesem Auto durch den Edeka zu fahren, dass es dann so viel geworden ist. Ja, genau, das war's. Ne? Hier, Paniermehl ist wirklich leer gewesen. Ja, deswegen musste ich in den Einkaufsladen. Ja, deswegen habe ich wieder über 20 Euro ausgegeben. Für Paniermehl.
Einmal die Chips hier, die sind so lecker, die müsst ihr mal kaufen. 1,49 von der Eigenmarke, die sind echt sehr, sehr lecker. Dann waren die Chips für den Euro im Angebot, die kann ich ja auch nicht einfach liegen lassen. Ne? Dann Jumpies, Amelies, absolute Lieblingschips, gell Amelie? Mhm, die schlägt gerade nice. Dann Milchschnitte war für den Euro im Angebot, konnte ich ja auch nicht einfach liegen lassen, oder? Für den Euro. Genauso wie Kinderpinguin für einen Euro. Mit der App, ne? Und oh, die mag ich ja so gerne. Kinder Maxi King. Ich finde das so lecker. Was mögt ihr am liebsten? Was ist euer Favorit? Was ist euer Favorit? Kinder Milchschnitte? Kinderpinguin oder Kinder Maxi King? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Das ist echt mein Favorit. Ich mag am liebsten Kinderpinguin. Nein, Kinder Maxi King. Genau. Dann geht es hier weiter. Ich muss das mal hier hinkleben. Einmal Lion zum Löwen. Die waren im Angebot für 2 Euro. Das mag mein Mann total gerne. Und die Bella und Luana. Wie heißen meine Kinder? Wenn ich das gefunden habe, oh, das sieht ja lecker aus mit so einer Kakaoglasur drauf für 1,39 Euro. Deswegen muss ich direkt mal austesten, wie das schmeckt. Nochmal welche für 2 Euro, die waren im Angebot. 325 Gramm sind da nur drin, krass, gell? Piccolinis, wenn es mittags mal schnell gehen muss, für Mädels für 1,99. Einmal so ein Eis für 1,99, haben die Mädels sich letztens gewünscht, weil sie alles aufgeschleckert haben. Achso, Äpfel waren auch noch auf der Liste, was ich kaufen musste für 1,99. Das wollte ich mal ausprobieren. Ach, wieso spiegeln das heute so? Naja. So eine Pommes-Soße, die ist vegan, perfekt für die Amelie, eventuell, weil da kein Ei drin ist. Mal schauen, also so als Ersatz Mayonnaise, ob es ihr schmeckt und wie es selbst schmeckt. So Pommes, so Kartoffelwedges, Club-Sandwiches und sowas. Ja, einfach mal testen. Müssen wir dann nur aufpassen, wenn sie dann einmal sieht, wenn ihr das auch schmeckt, dass wir dann immer nur vegan, also halt für sie Ersatzprodukt kaufen. Dann einmal so eine Knoblauchstange für 5,49. Ja, oder? Genau. Gefunden. Und Vorsicht, Amelie. Kannst du helfen? Ja, klar darfst du helfen. Super. Und das, was ich eigentlich wollte, für 1,69. Genau. Und. Nein, das ist für mich. Das ist für dich. Das kannst du mal probieren. Kann man probieren. Das ist ohne Ei. Für. Was habe ich denn gezahlt? 23,43, weil ich noch so einen Coupon in der App hatte. Ja. Sehr schön, oder? Ich melde mich wieder. Ich schon wieder, gleicher Tag, noch ein paar Stunden später. Wir waren gerade in der Stadt und haben eigentlich nur eine Brille, die neue Brille von der Bella abgeholt. Die ist so schön, das passt ihr so, so gut. Hätte ich gar nicht gedacht, die hat jetzt so, ein, ja, so eine Brille halt mit nicht wirklich einem Gestell, eine durchsichtige Brille so ungefähr. Ja, aber sieht richtig, richtig schön aus. So ein Metallgestell, ich dachte mir schon, oh Gott, da sieht sie aus wie eine Oma, aber sie wollte es unbedingt. Und ich bin halt jemand, wo immer zu Bella sagt, du darfst alles tragen, so langs, ach so. Hier, das ist jetzt ihre neue Brille. Und an ihr sieht die so, so, so gut einfach aus. Also ich hätte gedacht, also an mir sieht sie auch gut aus, oder? Eigentlich, Bella, wir sind Doppelgänger. Andere Form. Ja, also sieht doch gut aus, oder? Also da kann man sagen, was man will. Es sieht richtig gut aus und an ihr auch. Im Endeffekt sieht die Bella genauso wie ich aus, nur in jung. Ne? Bella ist mein Spiegelbild. Bessere Haare habe ich. Bessere Haare habe ich. Oh Mann, meine Bella. Bella ist meine Älteste. So, auf jeden Fall haben wir dann einen Abstecher noch bei Müller gemacht und dann haben wir das hier mitgenommen. Das hat die Bella gesagt, weil wir haben erst was für die Amelie gefunden, zeige ich euch gleich. Und dann hat sie gesagt, das für sie und die Lo. Ne? Weil ja nicht nur die Amelie ist, und sage ich, ja okay. 11,99 Euro, jetzt nur noch 6 Euro. Das wollte sie schon mal holen, aber zum regulären Preis. Und die Frage, komm. Wir leben nur einmal. Wieso nicht, ne? Wir leben nur einmal. Und bei Schnäppchen kann die Mutti sowieso nie Nein sagen. Das weiß die Bella schon, dass bei Schnäppchen roter Papa die Mutti nie Nein sagen. Das da wollte die Luana, oh mein Gott, bei 3 Kindern weißt du nie, wie welches Kind heißt. Wollte die Bella unbedingt für die Amelie mitnehmen. Die hat gesagt, die hilft doch so gerne mit. Ich glaube, der kann nichts. Das ist einfach nur so ein Plastikding und wo aussieht wie ein Staubsauger. Ja, ab 18 Monate. Ich glaube wirklich, das ist so ein Babyteil. Ja, egal. Ich glaube, 4 Euro. Dann, weil ja die Bella und die
Luana und die Amelie was bekommen hat. Und dann gesagt hat die Bella gesagt, ja, für den Papi brauchen wir auch noch was. Das war, also das beides war jetzt von Müller. Und das war jetzt vom Action, für den Papi, damit wir dem Papi auch was mitbringen. Der liebt diese Dinger. 69 Cent jeweils. Fürs Abendessen haben wir dann noch ein frisches Brot mitgenommen für 2,99. Das ist dieses Dinkelbrot vom Rewe, das schmeckt so lecker. 2,99 für so Selbstbackwerkdinger ist es schon happig, der Preis. Vor allem die Brotmaschine beim Rewe kannst du in die Ecke kippen. Aber das Brot schmeckt, ich kann es euch mal, also ich zeige es euch mal. Das Brot, ihr seht es schon, und genauso wie, was ist denn heute mit dem Blenden hier? Genauso wie das Brot jetzt hier aussieht, schmeckt es auch richtig lecker, ja? Ah ja, stimmt. Genau. Haben wir auch noch mit. Dann haben wir unser Abendessen noch 2,99 wie gesagt. Die Mutti hat sich auch was ausgesucht. Da bin ich gespannt, ob das funktioniert. So Magnetwimpern vom Action für 2. Ich glaube, die war im Wochenangebot für 2,49, oder? Was haben die gekostet? 2,59. Mal im Wochenangebot gleich mal austesten, wie das so ist. Bella hat für ihr Diamant-Painting-Dingsbumster sowas noch gebraucht, so zum Sortieren und keine Ahnung. Was hat das gekostet? 1,49 oder so, 1,69, 1,49, irgendwie so, keine Ahnung. Das hat gekostet 1,45. Ja, und dann kann sie, da sind die so einzeln drin und dann kann sie so perfekt sortieren und kann sogar da hinten so eine Beschriftung, glaube ich, oder? Eigentlich ist das ja so eine Medikamentenbox. Aber für Diamant-Punching auch gedeckt. Hier, die sind noch vom Rewe, die war im Wochenangebot. Da erinnere ich mich immer an meinen Opa. Der kommt nämlich aus dem Schwarzwald und der sagt immer, das sind die besten Salzstangen. Ja, die sind nämlich aus dem Schwarzwald. Schwarzwald, echt knusprig gut. Die sind dünner, wenn ihr die mal seht, die sind dünner wie normale Salzstängel. Die schmecken echt sehr gut. Habe ich noch mitgenommen, weil die waren im Angebot für 99 Cent. Und dann haben wir fast keine Zahnpasta mehr, ich und mein Mann. Dann habe ich uns so eine Black and White Zahnpasta mitgenommen. Warum ist denn das so blöd? Ich glaube, weil die Sonne reinscheint, ne? Ein bisschen weiter weg besser. Dann habe ich den Kindern auch noch eine Zahncreme. Die hat 99 Cent gekostet. Die hat, glaube ich, 65 Cent gekostet. Und Bella hat sich noch Apfelminze auch noch eine aufgesucht. Die hat Himbeere. Und die hat auch 65 Cent gekostet. Genau, noch drei Zahnpasta. Genau. Und das war unsere Ausbeute. Wir gehen mal schnell die Brille abholen, weil sie da war, ne? Das macht halt immer Spaß mit der Mama. Jeden Tag sind wir beim Einkaufen. Aber heute war ich nicht beim Einkaufen, heute war mein Mann beim Einkaufen. Nur Geburtstag. Ja. Ja. Aber er hat keinen Kassenzettel, er hat meine Kaufland-Karte nicht benutzt. Nächstes Mal gehe ich wieder einkaufen. Die ging nicht. Ja, da muss man halt probieren, die Kassiererin hilft dir doch. Und dann war der Speicherplatz voll von meinem Handy. Aber mein Mann hat mir ja ein neues Handy geschenkt. Aber wisst ihr was, ein neues Handy, schön und gut, ne? 1 Terabyte Speicherplatz, gell? Aber brauche ich, weil ich nutze es ja wirklich. Es ist ja auch ein Arbeitshandy. Oder eigentlich ausschließlich nur noch Arbeitshandy, weil meine Freundinnen, die kriegen 100 Jahre später erst eine Antwort. Das ist echt krass. Vielleicht nutze ich dann auch ein Privat- und eins. Mach ich 2 Handys? Oh, blöd. Egal, auf jeden Fall mein Speicherplatz leer und ich habe ein neues Handy, aber das muss man erst in Gang setzen und dann wieder alle Passwörter und. Oh, ich hab da gar keinen Bock drauf. Deswegen noch alte Handy, aber jetzt muss ich jetzt erstmal wieder was löschen. Ich habe es gar nicht richtig gelöscht. Jetzt musste ich schon wieder unterbrechen, weil ich vergessen habe, ich habe zwar gelöscht, aber ich habe vergessen, das aus dem Papierkorb zu entfernen. Ich sag's euch, Handy ist proppenvoll. Auf jeden Fall hat er seine Kaufland-Karte nicht benutzt und dann hat er nicht 20 Cent pro Ding da gespart, aber es hat dann 1 Euro, na 11 Cent, 20 Cent insgesamt. Ja, 1,11 Euro statt 99 Cent, 12 Cent. Wienerle bestimmt 2,99 oder so. Piccolinis, waren die im Angebot? Ja. Wie viel? Die waren im Angebot. Toll, die waren kaum. Und dann das 2,22 Euro. 2,22 Euro. 3,69 Euro. 3,69 Euro und Krustenbrot? Weiß ich nicht. Am Ende habe ich 12,07 Euro bezahlt. 12,07 Euro für das alles. So würden die Häuser ausschauen, wenn mein Mann einkaufen gehen würde. Wir machen ja keinen Großeinkauf. Ja. Also nein, ich meine halt ohne Zettel, ohne Preise, ohne. Deswegen gehe ich immer einkaufen, ihr Lieben. Ihr Lieben, ich beende mal diesen Mischmasch heute, damit ich Platz machen kann auf meinem Handy. Ne? Weil wer weiß, wie lange das dauert, bis ich das neue nehme. 3 Wochen. Bei dem Handy hat es 3 Monate gedauert. Da habe ich aber auch von Samsung, also von Android auf iPhone gewechselt. Eventuell ist das schneller. Vor allem mein Mann hat gesagt, eigentlich kann man das 1:1 übertragen. Du hast ein iPhone. Das kann man anscheinend gut machen. Keine Ahnung. Technik, nicht meins.
Ja, außerdem habe ich noch keine Hülle. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Über ein kostenloses Abo natürlich auch. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Pfiati!